Wenn du direkt mit der Regierung reden könntest, was würdest du denen sagen? Ich würde sie fragen, warum sie die Zahlen, die Infektionszahlen nicht ins Verhältnis setzen zu den Anzahl der Tests. Da kommt nämlich eine ganz andere Kurve raus. Die sieht dann so aus, die blaue Kurve. Weißt du? Genau. Dreh dich mal bitte wieder um fürs Mikro. Ja, also das wäre einer der vielen Fragen, die ich habe. Alles klar. Wie findest du den Fakt, dass es hier inzwischen doppelt so viele Leute sind wie noch letzte Woche? Die Wahrnehmung habe ich auch. Also ich finde das gut und es müssten eigentlich noch viel mehr werden. Ich fand die Demo, die jetzt beendet ist, ich fand die relativ gut im Verhältnis zum 1. Mai. Da waren weniger Leute da und die Polizei ist da halt auch viel schärfer dagegen angegangen. Also dementsprechend fand ich diesmal das Verhalten der Polizei angemessener und ich bin natürlich auch sehr überrascht über die hohe Teilnehmerzahl. Das hat mich auch sehr gefreut und ich komme auch wieder. Ich bin in keinster Form Extremist. Ich würde sagen, dass ich halt einfach für meine Rechte einstehen will und ich kenne auch meine Rechte und ich weiß auch zum Beispiel, was Freiheit ist oder Unterdrückung und so. Und wie man hier gesehen hat, da waren Leute aller Kategorien vorhanden. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass hier ein extremer rechter Aufmarsch war oder ein linker Aufmarsch oder sonst was, sondern alle Bevölkerungsgruppen waren hier mit vertreten, indem die sich hingestellt haben und halt für ihre Meinung eingestanden sind. Ja, und das fand ich halt sehr klasse, dass man jetzt nicht unter Hautfarbe oder politische Richtung irgendwie sowas die Leute irgendwie getrennt hat, sondern die Leute sind gemeinsam auf die Straße gegangen für ihre Rechte. Ja, ich wollte erstmal mich sehr lobend über den Einsatz, den heutigen Einsatz der Polizei, mich darüber äußern. Es war sehr geordnet, es war menschlich und vor allen Dingen war ein Miteinander auf Augenhöhe. Und ich hatte vorhin mit einem Beamten noch gesprochen, dass ich sehr beunruhigt bin, dass ich andere Bilder von Pirna kenne. Beunruhigende und beängstigende Bilder, obwohl wir auch in Pirna nur das Gleiche machen wie heute hier, dass wir nur unsere Grundrechte zurückhaben wollen. Wir gehen nicht mit Aggression dort vor und das war heute sehr wohltuend und ich finde, dass wir heute ein besonderes Netzwerk, auch besonders Menschen, die miteinander gute Gespräche geführt haben, immer auf 1,5 Meter Abstand. Aber heute ist so viel zum Tragen gekommen. Wunderbar, also ich gehe heute mit hüpfendem Herz hier von Dresden nach Pirna zurück. Weil es sehr viele, sagen wir mal, kluge Menschen gibt, die auch mit recherchieren und dieses Wissen weitertragen. Und da weiß ich, dass immer wieder Hintertürchen sich öffnen werden, um dass unsere Grundrechte so schnell nicht wieder zurückerobert werden können. Und das stimmt mich natürlich traurig, stimmt mich auch in meinem Alter traurig. Das hätte ich mir nie vorgestellt. Und ich bin heute, wir hatten es heute auch im Gespräch, darüber traurig, dass viele Menschen, also jetzt Bürger unseres Landes, auch glauben, dass es alles mal wieder so schön ruhig wird wie alles zuvor. Und die vielleicht noch nicht verstehen, dass man sehr achtsam sein sollte, auch immer ein Auge auf sich halten sollte und immer alles in Ruhe, Sachlichkeit und Respekt dann angehen sollte. Ich bin in keinster Weise radikal. Ich bin eigentlich auch ein sehr sozialer Mensch, aber ich bin auch ein sehr aufrichtiger Mensch und gehe auch überwiegend meinen Lebensweg gerade. Aber Rechte dürfen wir einbringen, das ist unser, ja, das dürfen wir gemäß unserer Verfassung machen. Ich heiße Simone Truden, ich bin 87 schon oder 86 auch schon nicht auf die Straße gegangen dafür, dass es jetzt noch schlimmer ist und dass die Freiheitsrechte ja fast noch extremer eingeschränkt sind als damals. Das macht mir schon eine ganze Weile zu schaffen. Ich bin seit 3 Jahren ja, am Grübeln, das heißt, nee, eigentlich seit 10 Jahren am Grübeln, seit 3 Jahren weiß ich, dass irgendwas nicht stimmt. Und jetzt mit Corona hat man sozusagen den ganzen die Krone aufgesetzt oder wollte es. Und ich bin sehr froh, dass manche Menschen doch noch nachdenken können. Maß mir nicht an zu sagen, dass es gar keine Viren gibt, so weit gehen ja manche auch. Das kann ich nicht einschätzen, da habe ich zu wenig Belege da.
dazu. Ich erachte es als eine Krippe, die schon bedenklich sein kann für ältere Menschen oder alte Menschen und für Menschen mit Vorerkrankungen, die zum Beispiel vor 2 Jahren an der großen Grippewelle vielleicht auch gestorben sind, als die Grippe kam dann. Ne? Das sind ja 25.000 Menschen ungefähr gestorben, auch innerhalb von 3 Monaten. Und abgesehen davon, natürlich ist die Gesundheit ein großes Gut, aber Sterben ist einfach auch normal. Irgendwann geht man eben von dieser Welt. Ich darf meine Meinung frei äußern, da hindert mich niemand daran, aber ich habe massive Einschränkungen erlebt. Ich werde angegriffen im Freundeskreis, wobei ich mich da sehr zurückhalte, weil da eben auch mein Mann dran hängt. Und ansonsten, ja, in der Familie habe ich das versucht und war sehr enttäuscht, sehr frustriert, dass keiner meine Ansichten teilt. Die Franzi, ich bin mit meinem Kind hier und mit vielen Freunden da gewesen. Ich finde das super, dass die Leute endlich mal einen Mund aufmachen, was sagen, dass man zeigen kann, dass man nie damit einverstanden ist, was hier so passiert auf dieser Welt oder bei uns in Deutschland. Und vor allen Dingen, ja, in Sachsen ist ja nur wegen diesem Coronavirus nie so viel los. Von daher, ob die Maßnahmen nur berechtigt waren oder nie, muss jeder für sich selber irgendwie seine eigene Meinung bilden. Ich bin jedenfalls der Meinung, wenn ich das so frei sagen darf, dass Corona genau wie alle anderen Grippen einfach nur eine Grippe war. Und ich denke, dass da was ganz anderes dahinter steckt. Und wir werden einfach sehen, wir wissen nicht, wie lange es dauert, bis irgendwas rauskommt. Aber ich denke, da kommen noch ganz andere Sachen. Kriege ich gleich Gänsehaut, weil ich endlich mal was dazu sagen darf. Und ich finde es super geil, dass du das machst. Also heute war es super friedlich auf jeden Fall, weil die letzten Male, ich bin jetzt das dritte Mal da, war immer irgendwas mit, wir lösen die Versammlung halt auf. Jetzt war so dieser Kompromiss da und der wurde anscheinend auch jetzt gefunden und das ist schon mal was Besseres als sonst, so, wenn es darum geht, viel weniger Leute und viel mehr Polizeiautos. Das letzte Mal waren, glaube ich, doppelt so viele Polizeiautos da und es war regnerisch und ja, heute ist angenehm auf jeden Fall. Weder das eine noch das andere. Also klar denkender Arbeiter, aufgeklärt würde ich mal sagen. Also interessiert und skeptisch vielen gegenüber, aber in keinsterlei Art und Weise extrem oder gewaltbereit oder sowas. Das finde ich immer das Wichtigste. So. Außerdem sind wir ja auch nicht hier, weil es hier geht es ja auch nicht um links gegen rechts oder sowas, sondern es geht hier wir gegen oben. Also, sinngemäß. Sinngemäß, ja. Also es betrifft uns ja alle, mehr oder weniger. Ich finde, dass sie nur einseitig sich beraten lassen haben. Ganz einfach. Ja, das kommt auch noch mit dazu, ja. Also hätten sie mehr Leute gehabt, die eine vielfältige Meinung haben, dann hätten wir auch ja vielleicht andere Maßnahmen da halt gehabt. So. Mhm. Also es geht ja nicht darum, dass Maßnahmen existieren, aber die Sinnhaftigkeit, wenn man einfach die, es gibt mindestens, also Südkorea, Japan, Schweden, ich weiß Russland, es gibt so viele, die halt keine hatten und das kann nicht sein, dass bei den 5, das nur daran liegt, dass da so wenig Leute wohnen, weil man sagt ja, Schweden so wenig Bevölkerungsdichte und so, deswegen geht das und so, aber nee, das glaube ich nicht. Es hat ganz andere Gründe, definitiv. Mal so, zwar sind die Lockerungen da, aber es sind ja trotzdem irgendwie schärfere Gesetze im Vormarsch. Also zum Beispiel die Impfpflicht, die ist ja, ich sag mal, schon fast kurz davor und man sieht ja, was da hinten abgeht, wer dahinter steckt und das sollten wir eigentlich verhindern, dass nie sowas stattfindet, dass wir irgendwann nie irgendwie zwangsgeimpft werden. Es ist zwar jetzt noch nicht so kurz davor, aber es geht in die Richtung und wir sollten da einfach Gesicht zeigen, auch was das angeht oder auch was Mundschutz angeht. Es ist schon klar, es gibt eine Doktorarbeit, die sagt, Mundschutz ist ungesund, ist bedenklich. Selbst im OP wird das nie geraten und wir sollen jetzt alles Mundschutz tragen. Das ist einfach ein No-Go. Ich halte es aber für Mediengemache. Es ist eindeutig hier eine übertriebene Sache. Wir wissen, und das ist eigentlich klar, wenn man sich die Zahlen anschaut, schon der Shutdown alleine, wir werden irgendwann mehr Suizid, die Suizidrate wird steigen in der nächsten Zeit, weil mehr Leute durch die Wirtschaftskrise viel mehr sterben werden und es werden gesündere Menschen sterben oder viel mehr gesündere Menschen sterben an Covid-19 nur durch Suizid, weil ich kenne viele Leute, die jetzt ihre Shops verloren haben bzw. selbstständig sind. Die Förderungen sind einfach null. Man darf mit den meisten Förderungen nicht mal sein Essen bezahlen, sondern nur Betriebsausgaben und deswegen freiwillig impfen, schön und gut, aber wir werden viele Menschen haben, die sich in den nächsten Jahren umbringen werden.
durch die Wirtschaftskrise, die schon meines Erachtens schlimmer werden wird, als wahrscheinlich die in der Vergangenheit. Ich bin kein Fachmann, ich weiß nicht, ob eine zweite Welle kommt, aber die, also von dem Krankheitsverlauf und die zweite Welle von der Wirtschaftskrise, das kann ich mir vorstellen, dass das dann die zweite Welle ist, was man wirtschaftlich sehen könnte. Da denke ich, da werden wir noch große Probleme haben. Ja. Ich bin vor 30 Jahren auf die Straße gegangen, kurz nach der Geburt meiner dritten Tochter, weil ich mündig bin. Und ich habe nicht erwartet, dass ich das erleben muss, dass ich jetzt entmündigt werde. Und möchte das für meine Töchter nicht, für meine Enkeltochter nicht. Ich möchte nicht, dass mir vorgeschrieben wird, dass ich meine liebsten Leute, die ich habe, nicht mehr berühren darf. Dass ich vereinsame zu Hause. Motivation ist, dass ich als mündig anerkannt werde und dass ich selbst entscheiden kann, welchen Gefahren ich mich aussetze, welchen vermeintlichen oder welchen realen Gefahren. Ich bin bereits erwachsen. Das Leben ist gefährlich, es gibt Viren, es gibt alles Mögliche, aber ich lebe und das möchte ich auch und das Recht habe ich. Und das hat mir keiner zu schneiden. Ich bin weder links, ich bin weder rechts, ich bin schon überhaupt gar nicht irgendwo extrem. Ich hatte bisher in meinem ganzen fast 60-jährigen Leben nie das Bedürfnis, in eine Partei zu gehen, bis vor wenigen Wochen. Ich bin auch kein Alu-Hutträger, auch wenn ich eine Alu-Bombe trage. Den Hut habe ich nicht auf und den lasse ich mir auch nicht aufsetzen. Eine super Veranstaltung. Wir sind stolz auf uns selber, dass wir hier so viele geworden sind. Wir waren ja bei den ersten Demonstrationen dabei und es ist einfach genial, wie viele Menschen wir jetzt mittlerweile geworden sind, was für eine Dynamik da reinkommt. Wir stehen noch ganz am Anfang und wenn wir uns da aus dieser ganzen, aus allem befreien wollen, also aus dieser ganzen Kontrolle, die seit Jahren in diesem Land herrscht, diese Kontrolle durch die Medien, die Kontrolle, die man an allen Ecke und Ende mittlerweile installiert, die mediale Kontrolle, die Kontrolle über unser ganzes Sein, über unsere Freiheit. Und ich denke, wir stehen ganz am Anfang. Und ich denke, die Zeit, in der wir gerade leben, ist historisch. Diese Lockerungen sind einfach nur gerade Balsam für die Seele des Volkes, damit wir uns alle wieder in der Sicherheit wären und denken, okay, wir kommen langsam Schritt für Schritt zu einer Normalität zurück. Das ist diese berüchtigte Hammer-and-Dance-Methode, dass wir jetzt einfach denken, es ist vorüber, der Spuk ist vorbei. Aber ich denke jetzt, gerade jetzt, an dieser Stelle müssen wir besonders wachsam sein und müssen tagtäglich überprüfen, ob unsere Rechte in Gefahr sind. Wir sind eine Familie. Wäre das eine noch das andere und ich glaube, das spielt momentan überhaupt keine Rolle, ob du jetzt links bist oder rechts bist. Weil momentan geht es wirklich nur um eins, es geht um unsere Grundrechte und die müssen wir wiedergewinnen. Und ich denke auch, dass es langfristig, wenn wir einfach mit diesem Gedanken einer Menschheitsfamilie spielen, sind wir momentan an einem Punkt, wo wir gar nicht mehr darüber nachdenken dürfen, rechts oder links, sondern wir dürfen uns einfach nicht mehr spalten lassen als Gesellschaft. Und wir müssen für unsere Rechte, für uns als Menschheitsfamilie einstehen. In den Medien wird immer gesagt, dass alle Abstand halten müssen, zu Hause bleiben müssen, wegen uns, die wir älter sind, die wir gefährdet sind. Wir sind Freie. Und denkende Bürger, wir können alle für uns selber entscheiden und uns selber schützen. Wir möchten lieber mit unseren Kindern und Enkeln zusammen sein, als alleine irgendwo in einer Wohnung verkommen. Ich bin solidarisch mit allen. Ich möchte, dass es allen gut geht. Aber ich möchte auch, dass alle frei sind. Ich habe 1989 für die Freiheit gekämpft. Und möchte das für meine Kinder und für meine Enkel nicht einbüßen. Ja, ich bin der Ralf. Ich bin hier, weil ich doch das starke Gefühl habe, die Demokratie, die wir in diesem Land genießen können, die baut langsam stark und immer stärker ab. Und ich sehe mich nicht mehr so richtig in meiner bürgerlichen Wahrnehmung hier verankert. Ja. Also ich finde mich nicht mehr als Demokrat so richtig reflektiert von Regierung, von Behörden, von Informationsquellen, genau, die uns eigentlich lenken und leiten sollten. Und das macht mir stark zu denken. Und ich habe mir eigentlich, als es losging, immer die Frage gestellt, wieso finde ich im Internet so viele Querdenker, so viele andere Äußerungen von Leuten, die Ahnung haben, Professoren, Doktoren, und wieso werden diese nicht in die Talks der Öffentlich-Rechtlichen eingebaut, wo man Geld bezahlt dafür als Bürger und das Recht hat, Querdenker zu sehen. Ja? Und das passierte halt nie. Es gab dann ganz schnell immer dieses Stigmata, du bist ein Verschwörer, du bist dies und jenes. Also diese Fachleute betreffend, also
Professor Bakti zum Beispiel oder der Herr Dr. Godak, ne, und wie sie alle heißen, die ja nun hinläufig bekannt sind. Ja, und das war so mein Impuls, mich selber wachzurütteln und zu sagen, du bist hier nicht bloß ein Konsument von Demokratie, du musst die auch aktiv irgendwie mitgestalten. Es war so ein Erwachen in mir, so ein Munterwerden und jetzt geht's los. Ne? Und deswegen habe ich mich immer mehr beschäftigt damit und ja, bin dann auf die Seiten gestoßen, die auch hinlänglich bekannt sind, nachdenken.de, KenFM sowieso, auch vielfältige andere, ich will die jetzt gar nicht alle aufzählen, kennen wir mittlerweile alle, denke ich mal, auch die guten und die wirklich reflektierten Seiten. Ne? Ich habe mich immer aktiv für Sachen interessiert, bin auch dementsprechend bei meinem Hausarzt zum Beispiel gewesen, habe mich dort aktiv, als ich da im März vorstellig wurde, mal informiert, wie es so aussieht mit Zahlen und da wurde ja von dem Hausarzt auch ganz stark deklariert, dass die Menschen nicht vernünftig wären, dass sie sich nicht an die Regeln halten, ansonsten würde hier eine riesengroße, schlimme Pandemie ausbrechen und alle Menschen wären krank. Ich war vor 2 Wochen beim Arzt wieder gewesen, da habe ich die Schwester nochmal gesprochen im Zuge einer Impfung gegen Zecken und die sagte mir dann auf meine Frage hin, ich soll mal raten, wie viele Leute da waren, die Corona hatten. Ja? Und da waren wir schlicht und ergreifend bei einer Person angekommen, im Endeffekt dann. Eine Person war es gewesen und die Frau selber, die Schwester, das war ein schöner Dialog, während des Spritzens noch eine ganze Weile fortführend, hat dann auch gesagt, also hier läuft irgendwas sehr, sehr unrund und wird vielleicht als ja, da wird dieser kleine Virus, sage ich mal, als Trittbrett genutzt, um etwas anderes zu manifestieren, etwas anderes einzurichten. Und wir können ja alle anhand der Fakten, die jetzt da sind, sehen, was das scheinbar sein wird. Und da geht es in die Politik. Ne? Da wird letztendlich politisch, werden Veränderungen initiiert, die meine Rechte, deine Rechte, die Rechte vieler anderer einschränken. Ne? Und ich kann es wirklich nicht mehr teilweise auch hören, wie Leute in meinem Umfeld, also das heißt nicht hören, aber die eben vom Fachsinn, Ärztin sind und so, die sich da blauäugig mit der Sache so thematisieren und alles so schlucken, ohne mal den geringsten Anspruch des Widerspruchs zu dulden. Auch mal zu sagen, okay, du hast eine andere Meinung, da höre ich dir mal zu. Es ist alles sehr, sehr schwierig geworden. Es gibt also in meinen Augen fast bloß noch Schwarz und Weiß. Also diese Erweckungskultur wie bei Widerstand 2020, sage ich mal, wo Leute dasselbe denken und fühlen. Es geht auch um Gefühle vor allen Dingen. Es wird immer so vernachlässigt. Ne? Es ist ein Impuls in einem drin. Ungerechtigkeit spürt man ja irgendwie auch. Ne? Und da will man was dagegen tun. Ne? Und wenn man dann auch Vater ist wie ich, dann hat man natürlich noch mehr Interesse daran, dass sich was verändert. Und ich sehe die Sache dahingehend, Lockerung, die kann man ja jetzt in dem Sinne, jeder nimmt die anders wahr. Ne? Das ist ein Wahrnehmungsproblem letztendlich auch. Die einen finden das gut, die radeln hier rum, essen Eis. Andere sagen, es ist mir zu wenig, das reicht mir nicht. Ich will die Maske in der Bahn nicht mehr aufsetzen, ich will wieder einkaufen gehen, ich will wieder mein normales Leben zurück. Was uns ja gar nicht mehr zugestanden wird. Ne? Es wird ja gesagt, es gibt ein neues Leben. Ich frage mich, warum und weshalb und wieso. Ne? Also, und vor allen Dingen, wieso sagen das Leute, mit denen ich gar nichts zu tun habe, wieso entscheiden Leute für mich? Ja? Ich will entscheiden können. Und deswegen bin ich ein großer Fan der direkten Demokratie. Ja, also zwingend Schweizer Modell, gibt es auch noch andere höchstwahrscheinlich. Und ich will, dass der Mensch, ne, selber Verantwortung tragen muss, nicht bloß ein Kreuz macht, weil er was gelesen hat, sondern er muss selber sich beschäftigen mit den Dingen, er muss reflektieren können, seine eigene Einstellung und er muss auch dann letztendlich das, was er entschieden hat, mit ausbaden. Er muss sich selbst eben auch dann vor Augen führen können, ich habe einen Fehler gemacht oder es war gut. Ne? Und da sind wir meilenweit entfernt. Die meisten Menschen wollen alle nur, in meinen Augen, das klingt doof, aber es ist so ein Konsumismus weiter betreiben. Sie wollen sich an den Wohlstandsnormen sättigen und das weiter betreiben, aber es passiert nichts. Ne? Also ich denke mal, es wird bei vielen so sein, jetzt ist der Tag gekommen, es gibt Lockerungen, es ist schön, es geht bestimmt auch bald weiter mit den Lockerungen. Ne? Aber der Tenor, dass die wirklich in dem Sinne eine große Gefahr laufen, hier blind in eine Zwangsgesellschaft zu laufen, das muss ich echt vehement betonen. Ne? Also, und da muss jeder sich selber beschäftigen. Ich bin in Kinder DDR, ich bin da groß geworden, ich bin da 18 gewesen, als der Spaß vorbei war und habe dort meinen Anteil auch gehabt. Ich bin noch ausgereist und. Wieder zurückgekommen nach Dresden. Aber dass man sich mit solchen Dingen nochmal beschäftigen müsste, ne, das war mir auch nicht ganz bewusst. Ne? Ich war auch so schlafen, wie ich vorhin beschrieben habe. Ne? Man schläft in so einer Latenzphase, ist das irgendwie, ne? Man denkt immer, es wird schon alles gut werden. Ne? Aber wenn man die Welt sich anguckt in ihrer ganzen Dimension, da weiß man, dass das ja nur ein Anfang sein wird. Ne? Das betrifft global gesehen jeden einzelnen Menschen. Und dahingehend ja, sitze ich hier und hoffe, dass sozusagen dieses kleine Korn, was so viele aussenden, irgendwo ankommt auch. Ne? Genau. Ich bin die Ines, ich bin aus Dresden, ich bin 61 Jahre. Und ich bin heute hier, weil die Verhältnisse, die zurzeit herrschen, untragbar sind.
Die Leute werden krank, es gibt keine Zukunft mehr, uns wird nur noch Angst gemacht, Panik wird verbreitet. Die Lebensumstände sind, die alten Leute, die leiden, die jungen Leute leiden, alle leiden und kein Ende in sich. Am Anfang, wo das aufgekommen ist, ich meine, es ist, denke ich mal, jedem so gegangen, dass man erstmal geschockt war. Und dann, als man merkte nach und nach, dass irgendwas nicht stimmt, ja, dann kam das alles so auf, dass man denkt, dass alles nicht richtig ist, dass es gemacht ist von der Politik, um, sagen wir es mal so, die Gesellschaft zu ändern. Und inzwischen ist es ja so weit, dass die Zahlen runtergegangen sind und aber diese Anordnung des Staates immer schlimmer werden. Und ich bin nie wegen Corona hier, sondern die Politik nutzt Corona, um was zu ändern, was am Ende uns alle betrifft und dann nicht mehr lebenswert ist, sag mal so. Ich fühle mich nirgendwo zugeordnet. Ich rede mit allen, egal welcher politischen Richtung. Ich akzeptiere alle Meinungen, die es gibt. Aber ich möchte auch, dass meine Meinung akzeptiert wird. Und ich möchte in keine Ecke gedrängt werden, in der ich mich eigentlich gar nicht wohlfühle. Ne? Ich bin kein Verschwörungstheoretiker auf jeden Fall. Das Grundgesetz wird hier mit Füßen getreten, hauptsächlich von der Polizei und von der Sicherheitspolizei, die Leute, die ganz normal dastehen und halt nur das Grundgesetz in der Hand halten etc. niedergeknüppelt werden. Und ich möchte einfach nur mit den Leuten reden, dass sie sich vielleicht informieren und nicht bloß Tagesschau oder ZDF oder die öffentlichen Zeitungen lesen, dass sie sich die Meinung überall reinholen und dann ihr eigenes Bild zurechtlegen. Ich habe Angst vor den Grundrechten, dass die weggenommen werden, weil ich gehe mit offenen Augen durchs Leben und ja, diese Massentoten, die uns vorausgesagt worden sind, die sehe ich nie. Die sehe ich nirgendwo. Die Krankenhäuser sind leer, die Ärzte sind auf Kurzarbeit, die Leute haben Angst ins Krankenhaus zu gehen, weil sie denken, sie werden mit Corona getestet und am Ende dann in einer ganz anderen Abteilung landen, wo sie gar nicht hinwollen. Und ich selbst habe einen Corona-Hotspot im Schlachthof gefilmt und beobachtet, da ist seit Wochen nicht ein Mensch dort gewesen. Die Demos, die es im ganzen Land nur inzwischen gibt. Ja. Und ja, einfach mit den Leuten reden und nie einfach sagen, du bist jetzt ein Verschwörungstheoretiker, mit dir rede ich nicht mehr. Einfach die Augen aufmachen, man sieht es doch und die Politik sagt es doch jeden Tag, wo es hingeht oder wo es hingehen soll. Das ist nicht mehr das Land, wofür wir 89 auf die Straße gegangen sind. Ganz einfach. Ja, im Grunde bin ich hier, um dafür zu demonstrieren, dass über die extreme mediengemachte Angst und die auch durch die Isolationspolitik noch verstärkte Angst, dass wir uns da auf Dauer wehren müssen und das wird es uns überhand nehmen. Und dann sehe ich eine zunehmende Separierung der Gesellschaft und der Menschen. Und das halte ich für grundlegend gefährlich für die Gesellschaft, die wir jetzt sind. Ich habe keine Angst vor Krankheiten. Man stirbt, wenn man stirbt und wenn man nicht stirbt, stirbt man nicht. Das ist halt so. Ich würde sagen, dass ich eher solidarisch bin, weil wenn ich an meinen Vater denke und an meine Mutter war mit Alzheimer sehr, sehr lange im Krankenhaus und ich kann mir für meinen Vater nichts Schlimmeres vorstellen, als dass er nicht zu ihr gedurft hätte. Der ist jeden Tag dahin und das Einzige, was diese Frau überhaupt noch mitgekriegt hat, das war Zuwendung. Ansonsten war die weg. Und wenn man sowas verbietet, dann ist es absolut unmenschlich. Wir müssen Gesicht zeigen, denke ich. Dann trauen sich mehr und wir können nicht alle irgendwie digital zu Hause bleiben und sagen, oh, das ist Schwachsinn. Wir müssen alle auf die Straße, glaube ich. Dann trauen sich immer mehr und so kriegen wir das vielleicht, dass eine kritische Masse erwacht, sage ich mal, wegen diesem Fake. Hashtag 0,37 auf YouTube eingeben. Normalerweise laber ich nur wirklich ungern im Theater rein. In seiner Mitte bleiben sollte Tugend aller sein. Doch so langsam ist die Zeit gekommen, wo sich entscheidet, ob die meisten sich verarschen lassen wollen. Mich begleitet das Gefühl einer Pflicht gegenüber meinen Mitmenschen. Und jeder weiß, dass genügend leider nicht denken. Deswegen liegt es an einer kleinen Gruppe stark zu bleiben, um die Zensur, wenn hier alle schweigen, anzukreiden.